viel Spass bei Hin und Weg wünscht Dr. Oetker. Das, was ich gesehen habe, hat meine Erwartungen voll erfüllt im Prinzip. Oder von den Bildern, von den Videochats, die wir hatten, und nachher real. Es wäre meine Frau gewesen, ja. Mir ist auch wichtig, dass meine Kinder auch die Heimat von der Mutter irgendwie kennenlernen und auch von dort Sachen lernen. Und wie es dort läuft. Als wir unsere Beziehung anfingen, war meine Mutter sehr beeindruckt. Oh, ein Ausländer, ein Schweizer. Forever you and me. Sag schnell, wo sind wir da? Ist das? Da ist Mapalama. Ja. Wow. Mit der Mefia Ehrensberger bin ich unterwegs auf dem grössten Markt von ganz Westafrika. Da findet man alles. Wirklich alles. Snails. Schnecken, schau mal. Yeah. Wow. Du hast die schon gegessen? Ja, immer. Immer? Wirklich? Immer? Okay. Wenn ich in meinem Garten so einen hätte, ich würde tot umgehen. Wow. Was heini? Nein. Du mitnehmen? Nein, heine? Ja. Nein. Die afrikanischen Landschnecken sind in Ghana eine Delikatesse, aber nicht für mich. Aber wo muss ich hin? Die Stoff will die Mefia als Wanddekoration für ihr Hotel. Und gerade nochmal wird sie fündig. Quittungsbelege für die Gäste. Ich habe dich ja als sehr freundliche Person kennengelernt. Aber als Geschäftsfrau musst du auch tough sein, oder? Manchmal bin ich schon etwas strenger. Es hängt vom Gast ab. Ist er freundlich, bin ich es auch. Wenn nicht, kann ich auch strenger sein. So, let's go! Let's go! Auf dem Parkplatz treffen wir Mefia ihren Mann Beda. Er macht im Auto gerade einen Deal. Dicke Notenbündel wechselt der Besitzer. So geht Geld wechseln zu Ghana. Warum machen wir das so? Ist das irgendwie semi-legal? Oder ist das, weißt du, wir gehen ja irgendwie auf eine Bank oder so Geld wechseln. In der Schweiz. Ja. Nein, auf der Bank ist einfach für einen schlechteren Kurs. Okay. Der Beda bewegt sich zu Ghana schon fast wie ein Einheimischer. Dabei lebt er erst seit 3 Jahren mit seiner Familie hier. Das erste Mal auf Accra ist er vor 17 Jahren gekommen. Nach dem Musikstudium hat er hier gelernt, Trommeln zu spielen. Wenn eine kaputt ist, bringt er sie zum Odarte Thunderdrums, einem Meister von seinem Fach. Here I am. Guten Tag, Odarte. Beda. Beda. Willkommen. Lange her. Ah, eine Trommel. Ja, wir brauchen wieder mal eine Ziege. Eine Seite Ziege und eine Plastik. Ja, die lassen wir so. Gehen wir zusammen ein Trommelfell kaufen. Am Anfang haben die Mefia und er eine Fernbeziehung zwischen der Schweiz und Ghana geführt. Und nachdem ich zurückgegangen bin, geht die Mefia besuchen, ich glaube, das erste oder das zweite Mal, habe ich dann eine Woche lang quasi so eine Lehre beim Odate gemacht. Genau, und er hat mir dann in dieser Woche lang gezeigt, wie man Bahnlogos dort flicken. Wo es zusammen zum Lederhändler gehen, werden die Erinnerungen wach. Da hatte ich meine erste Trommellektion. Als ich hier gekommen bin, ist mein Lehrer hier unter dem Baum gehockt. Da habe ich das erste Mal gesehen. Und die Bühne war eigentlich die Bühne, die wir immer geprobt haben mit dem Ghana Cultural Ballett.
Das Fell für die Trommeln muss möglichst dünn sein, aber gleich stabil. Siehst du das Loch? Ja. Wir prüfen, ob das Ziegenleder ein Loch hat. Das hier hat kein Loch. Das hier ist gut. Ja, das denke ich auch. Mefia und ich sind fast fertig mit dem Posten. Zum Znacht gibt es im Hotel geräucherten Fisch. Die Auswahl ist riesig. Probieren ist erwünscht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sie sind deine Trägerin? Ja, im Ghana ist so. Ja, da die Trägerfrau. Ja. Ah, und das ist ein Beruf, Trägerfrau? Die okay. Danach muss ich zahlen, aber ja. Nicht viel. Ja. Ja. Die Trägerinnen sind meistens junge Frauen aus dem Norden von Ghana. Dort gibt es nur wenig Arbeit. Darum kommen sie hier in die Hauptstadt. Accra boomt die Wirtschaft. Ghana ist ein Land mit ganz viel Rohstoff. Gold ist bis heute das wichtigste Exportgut. Darum hat man im Land früher auch Goldküste gesagt. Kolonialmächte haben Ghana früher angefangen auszubeuten. Es war der grösste Handelsplatz für Sklaven. Die befestigten Forts an der Küste erinnern an das dunkle Kapitel. 1957 hat sich Ghana vom British Empire befreit und als erstes schwarzafrikanisches Land seine Unabhängigkeit ausgerufen. Heute gilt es als politisch stabil, aber ein Viertel der Bevölkerung ist immer noch arm. Meine Mutter hat mir den Rat gegeben, wenn du einen Menschen besser kennenlernen willst, iss mit ihm. Wenn du ihn noch besser kennenlernen willst, mach mit ihm eine Reise. Sharon und Matthias Manser sind viel gereist, bevor sie älter geworden sind. Jetzt ist der Samstag Bachtag. Und das gerade im grossen Stil. Immer mehr Bestellungen von Bekannten und Freunden kommen rein. Ein harter Tag. Viel zu viel. Zu viel gibt's nicht. Höchstens zu wenig Zeit und zu wenig Mehl. Die Chinesen lieben Schweizer Brot. Vor allem Sharon Special. Wir nennen es so. Zopf. Unter der Woche arbeitet Matthias als Qualitätsmanager bei einer Schweizer Firma. Sein Organisationstalent druckt auch die Heim durch. Ich werde mit dem Sauerteigbrot anfangen. Nachher kommt das Five-Seeds-Brot, also das Vollkornbrot mit Kernen drin. Und nachher werden wir so weitermachen nach dem Plan. Und dann sind wir planmässig etwa um 3:30, 4 Uhr fertig mit Backen. Okay, so? Ist okay? Okay. No. Nein, hier ist es zu dick und da zu dünn. Wo ist das Backblech? Sachte, sachte. Slowly. Sachte.
Mir ist die Form sehr wichtig und die Qualität, die wir unseren Kunden und Freunden bieten. So schlecht bin ich nun auch wieder nicht. Dir ist das halt wichtiger. Manchmal gibt es auch Streit. Aber wir gehören zu den Menschen, die sich schnell wieder vertragen. Das ist noch nicht fertig, oder? Zeig mal. Es ist okay. Ist es nicht? Doch. Es ist nicht okay. So läuft's. Ich sage, es ist okay. Er sagt, es ist nicht okay. Es ist auch ein Beziehungstest. Wir arbeiten als Team zusammen. Wir gehen nicht einfach zusammen shoppen oder so. Das hier ist etwas anderes. Jonathan? Seit der Geburt des kleinen Jonathan ist die Paarzeit noch rarer geworden. Der Sharon, ihre Mutter, hütet ihn. Sie lebt mit der jungen Familie unter einem Dach. Sie ist Zopfshape-Meisterin. Zopfshape. Definitiv. So süß. Von den USA auf Langenthal im Kanton Bern. Hier ist das neue Zuhause von Brigitte Howard. Vor zwei Tagen ist sie in die Schweiz zurückgekommen. Für immer. Ist das nicht so flach? Ich hoffe, jetzt das hat. Montana war 10 Jahre die Heimat für sie und ihren Mann Jay. Aber das Heimweh nach ihren beiden Töchtern, die sie in der Schweiz zurückgelassen hat, hat sie schier verrissen. Ich fahre bei der Tür an und dann geht man im Uhrzeigersinn durch die Wohnungstür. Und ich tue jetzt da, ist jetzt das Fenster offen. Ich mache noch ein bisschen Fenster und Tür aufmachen, dass das Zeug raus kann, was drin wäre. Und auch, dass sich der Rauch ein bisschen rausgeht für alle anderen hier ringsherum und so. Den Raum ausräuchern. Das Ritual hat Brigitte vom Jay übernommen, der Native American ist. Ihre Gedanken sind häufig bei ihm. Vor kurzem hatte Jay eine Krebsoperation. In 2 Monaten soll er in die Schweiz nachkommen. Noch nie waren die beiden so lange getrennt. Hey! Hi, Baby! Hi, Baby! Wie geht's? Du siehst wunderbar aus. Ich bin so glücklich. Das wird großartig hier. Es ist so schön. Du wirst es lieben. Wie geht's dir? Du fehlst mir. Die letzten 2 Nächte waren schrecklich. Aber es geht mir schon viel, viel besser. Oh, gut. Bald kommen die Fäden raus. Morgen, ja? Morgen um 1:30. Okay. Wie geht's Bubu? Er vermisst dich so sehr. Du fehlst mir. Du fehlst mir noch mehr. Mach das Schlafzimmer bereit. Ich komme bald. Okay. Ich liebe dich, Baby. Okay, I love you, Baby. Okay. Bis bald. Bye. Ja, ist ja verrückt. Ah. Ja. Denkst du, merkst erst wirklich, wie sehr, dass du deine Beziehung ist, wenn du weg bist und du getrennt bist vor längerer Zeit. Das, wir waren jetzt 10 Jahre zusammen gewesen, oder? Also das ist schon, wie er gesagt hat, I feel lost. Und plötzlich ja, da steht und wieder alles plötzlich muss selber machen. Hallo! Oh, sie kriegt mir Blumen, einen Stock! Also es ist mehr ein Patient. Es ist ein Patient, den ich jetzt gesund pflegen muss? Ja, die Katze heisst angefressen. Oh. Ist aber er wird noch kommen. Wir tun dem ein bisschen Notfalltropfen ins Wasser. Gell? Ja, wir tun dem ein bisschen Bach. Nein, Bachblüten geben. Devi ist die jüngere Tochter von der Brigitte. Hi. Ja, mega. Ich bin mega. Noch
kann auch sein, Knockout. Was hast du mit abgebracht? Ja, weiss nicht. Weißt, vielleicht hast du noch ein bisschen. Ist nicht so voll, gell? Nein, ja, noch nicht so viel im Kühlschrank. Das heißt, das ist schon richtig. Tomatli, eben Mehl habe ich gebracht. Ein bisschen Trockenfleisch, ein Müsli. Und ein feines Dessert habe ich noch gebracht. Die haben auch ein bisschen gelitten. Oh, aber es sieht fein. Es war eine kurvige Fahrt. Mach gar nichts, das tun wir alles recyceln. Als Brigitte vor 10 Jahren zum Jay in die USA gezogen ist, hat sie ihre beiden Töchter aus erster Ehe in der Schweiz zurückgelassen. Devi hat bei ihrem Vater gelebt. Das war für alle nicht ganz einfach. Es gibt immer Momente, wo man sich die Mami wünscht. Aber ich hätte ihr jetzt nie irgendetwas danach vorgeworfen. Es war wirklich okay für mich. Manchmal ist es gleich härter, als du gedacht hast. Also, als ich gegangen bin, sind sie Teenager und jetzt sind sie erwachsene Frauen. So, wie wollen wir das machen? Hier unten rauflüpfen? Ich kann nicht einfach stoßen. Ich sehe nicht, dass das etwas ist. Ja, nicht immer noch dein arme Baby anstellen. Wo wollen wir denn hier? Hier? Es gibt noch mehr Besuch. Nachbarn von oben dran. Man kennt sich noch von früher. Hey. Hast du gut gereist? Ja. Ja. Die ja, der Schlüssel für die Garage. Ja, genau. Das sind die Garage. Dann ist mir der Laden runtergefallen. Jetzt ist es so. Hey, don't capture you. Oh, damit, you don't capture you. Im Kulturzentrum von Accra hat Mefia alle Hände voll zu tun. Nie hat sie gedacht, dass sie einmal Hotelmanagerin wird. Als sie mit 15 ganz allein vom Land auf Accra kam, hat sie nämlich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Bis sie im Haushalt von der Lizzie untergekommen ist. Wir haben uns noch gar nicht so richtig kennengelernt. I'm Mona. Nice to meet you. Ich bin Lizzie. Die Lizzie ist für die Mefia wie eine Mutter und fast jeden Tag da. Very good. Mefia hat mir erzählt, dass sie dir viel verdanke. Zum Beispiel ihre Unabhängigkeit. Yes. Ja. Ich habe meinen Kindern beigebracht, dass sie arbeiten sollen. Wenn du einen Job hast, dann brauchst du niemanden mehr. Du kannst alles selber machen. Ja. Ja. Bist du stolz auf Mefia? Ja, ich bin stolz. Sie ist eine starke Frau, denn ich lerne auch viel von sie auch. Ja. Ja. Denn ich bin auch independent. Aber manchmal braucht sogar die Lizzie Hilfe. Zum Beispiel, wenn das Auto streikt. Das Wasser. Wenn du weiterfährst, kriegst du Probleme. Wir sollten jemanden holen, der sich damit auskennt. Ich habe schon herumtelefoniert. Wenn du weiterfährst, geht der Motor kaputt. Du bist ja auch einmal in der Schweiz gewesen. Erzähl, wie war das? Yes. So tell me, how was it? Ich war mit Beda in einem Club. To club? Yes. Oh, really? Ja, und mein Mann schimpfte. Wieso gehst du in den Club und nicht zur Kirche? Ich sagte nein, ich ging tanzen. Wie wahrscheinlich die meisten Jugendlichen auf dieser Welt verbringen auch die beiden Söhne Evan und Levin ihre Freizeit gern mit Gamen. Die Bar fühlt sich langsam mit Gästen. Ein Kulturzentrum realisieren, das hätte Beda nie allein geschafft.
Bauleitung sei fest in Frauenhänden. Das hat die Mefia und die Lisi gemacht. Ja. Ihre Mutter, ja. Genau, sie. Ja. Also auch wo wir noch nicht hier gewohnt haben, hat sie eigentlich geschaut auf den Bau. Und, ja, und sie ist super für da. Sie hat schon sonst ein paar Häuser Bau so geleitet. Und ja, sie weiss, wie sie die Leute muss angehen muss, wie mit ihnen verhandeln. Also da würdest du dir selber nicht zutrauen? Nein. Warte mal hier so. Ah. Um das Bahnenfahrzeug der Lisi versammeln sich mehr und mehr Menschen. Und jeder weiss Bescheid. Aber das ist ein bisschen der Trick, oder? Du musst hier einfach alle Leute kennen. Und das ist bei dir ein bisschen der Nachteil. Also, weißt, weil du nicht local bist, also kann dir dort Mefia helfen. Ja, sicher kann sie mir dort helfen. Und das ist richtig. Ja, man muss viele Leute kennen. Und auch wenn man natürlich irgendwie wichtige oder ranghöhe Leute so kennt, kann einem das hier sehr helfen. Ja. Also viel mehr als in der Schweiz. Auch dort gibt es Vitamin B und es hilft, damit irgendjemand kommt, um einen Job bekommt oder so. Aber da ist es wirklich recht krass. Also wenn du die richtigen Leute bei der Polizei kennst, dann kannst du noch so blöd tun, passiert dir nichts. Zum Beispiel, oder? Ja, push. Nein, It was already 2010. 2010 war Backen noch nicht so verbreitet wie heute. Ich dachte, das ist echt cool. Man kann Cookies, Brot und sogar Kuchen backen. Backen ist also nicht nur sein Hobby, sondern auch meines. Das hatten wir beide in unserem Rucksack. Unabhängig voneinander brachten wir diese Leidenschaft für das Backen schon mit. In der chinesischen Stadt Wuxi ist es Nachmittag geworden. Ich bin fertig mit dem Zopf. Wirklich? Okay. Wann fängst du mit den Cranberries und den Rosinen an? Ich beginne nun mit dem Teig. Gut. Perfekt. Ihr Bachprojekt wird immer grösser. Darum haben sie Garage zu einer semi-professionellen Bäckerei umgebaut. Es gibt einen kleinen Zustupf, aber wir machen das nicht aufgrund des Geldes, wir machen es, weil es uns einfach Spass macht. Aber ich geniesse es, obwohl ich mega müde bin und schon bald der Tag rum ist, geniesse es immer noch mega zum Weiterbachen. Darum ist es wirklich eigentlich jeden Tag eine Freude zum Backen. Schnell, schnell, komm rein. Zeig dich doch kurz. Hallo. Das Brotbachen ist auch ein soziales Event für Sharon und Matthias. Das ist ein Geschenk. Ein selbstgemachter Kuchen. Heute ist unser Hochzeitstag. So könnt ihr alle ein wenig mitfeiern. Okay. Surprise! Sogar an ihrem Hochzeitstag wird bei Matthias und Sharon gebacken statt gefeiert. Vorsicht, da ist Brot drin. Nach 9 Stunden hat Matthias über 80 Brot gebacken. Wir stoßen an unsere Grenzen. Vor allem ich. Ich arbeite die ganze Woche und am Wochenende backe ich einen ganzen Tag. Den Sonntag verbringe ich mit Jonathan, unserem Baby.
Backen ist ein Hobby. Wir lieben es. Aber wenn es keinen Spaß mehr macht, hören wir auf. Yes. Jesper, hoi hoi. Jesper. Hoi hoi. Ja. Der Kontakt mit Freunden, die das Brot abholen können, entschädigt sie für ihre Anstrengung. Der Zöfang Jan ist ein Schweizer mit chinesischen Wurzeln. Ich hatte auch mega viel. Heftig war 87. Mal schauen. Ja, hoppla. Ich kaufe Brot, weil ich immer Brot gegessen habe in der Schweiz. Und jetzt, jetzt bin ich 7 Jahre in China und jetzt gibt es kein Brot mehr. Und der Matthias macht authentisches Brot. Und vor allem Zopf. Ich meine, Bühli oder Pakete kommst du ab und zu noch über, aber Zopf kommst du nie über. Deswegen bin ich froh, dass Matthias da arbeitet. Moment, noch ein Cake, Google-Hopf. Ich habe das letzte Mal einen Google-Hopf gegessen. Ja, gerne. Ja. Oder willst du mir gerade einen Jesper geben zum Essen? Ja, ich glaube schon. Mit, Jesper, willst du? Jesper, just try, Jesper. Jonathan. Jonathan ist so super. Hey, Jonathan. Hi. Was wir zusammen aufgebaut haben, ja. Seit wir verheiratet sind, das wird immer da sein. Mhm. Auch wenn wir nicht mehr da sind, ist es immer noch da. Für ihren Traum vom Kulturzentrum zu Ghana haben Beda und Mefia mit den beiden Söhnen das Leben in der Schweiz hinter sich gelassen. Gewonnen haben sie eine Grossfamilie und einen Alltag, den man zusammenhebt und der sicher nie langweilig wird. In Ghana oder geht ihr irgendwann wieder zurück? Ich bin so glücklich hier. Meine Familie ist auch hier. Ich werde sowieso wieder in der Schweiz Ferien machen. Aber ob ich wieder dorthin ziehe? Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Bist du auch so diplomatisch wie die Mefia? Ja, mir geht es auch so. Es ist vieles ein ungewiss hier. Es ist ein Abenteuer und man weiß nicht so recht, was dann an mir auf einem zukommt. Und es kann sein, dass wir hier sterben und dass ich da irgendwie unter den Boden komme. Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht in 10 oder 20 Jahren sagen, hey, jetzt haben wir etwas, was wir in der Schweiz machen wollen. Oder vielleicht irgendwie halb-halb. Ja, es ist vieles möglich. Wir lassen es offen. Ja. Ja. Ich möchte mich jetzt hier nicht festlegen. Aber ich würde jetzt mal sagen, die nächsten 10 Jahre sind wir sicher da. Was wünscht ihr euch für eure Kinder? Was denkst du? Werden Evan und der Levin werden die da gross? Oder gehen die irgendwann vielleicht zurück? Mit Levin, aber er geht zurück. Ja. Ja. Zum Studieren und dann auch zum Arbeiten. Aber mit Evan, er ist immer noch klein. Ja. Ich weiß es noch nicht jetzt. Ja. Aber mit Levin weiß ich schon. Dann weiss ich, wie es ist, wenn irgendwie der Sohn in einen anderen Kontinent abhält. Yeah. Ja, so ist es. Wir sind irgendwie ein paar von zwei verschiedenen Kontinenten. Und jetzt müssen wir halt damit teilen. Ja. Die Mefia und der Beda. Ein mutiges Paar. Dank dem Schritt in die andere Welt haben sie auch sich selber noch mal neu erfinden können. Es war dieser Moment, als ich ihr Piercing sah. Sie sagte irgendetwas, bla 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 bla, und ich dachte nur darüber nach, was es wohl für ein Gefühl wäre, sie zu küssen. Liebe kennt keine Grenzen,
Aber Staaten eben schon. Und die kommen zu spüren, über, wer sich in jemanden aus einem anderen Land verliebt. Migrationsbestimmungen, Bürokratie, der ganze Papierkrieg, das ist für viele binationale Paare eine echte Bewährungsprobe. Andrea und Pedro haben diesen Nervenkrieg monatelang durchgemacht. Schlaft sie echt noch? Sonntagmorgen, gell? Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hoi, Andrea. Dürfen wir einfach gerade reinkommen? Danke vielmals. Reisen ist Andrea Götz ihre grosse Leidenschaft. Vor 2,5 Jahren hat sie einen grossen Trip durch Südamerika machen. In Kolumbien hat sie den Übersetzer Pedro getroffen. Später sind sie ein Paar geworden. Der Pedro ist sie 3 Monate in die Schweiz besuchen. Kurz darauf ist Andrea wieder auf Kolumbien geflogen mit etwas ganz Speziellem im Gepäck. Es ist sogar noch in Plastik. Ja, oder? Ich musste ja schon ein bisschen schauen, was nehme ich da für ein Kleid mit? Es hätte ja nicht so ein riesiges Kleid sein können. Nein, für einen Koffer. Weil ich habe ja nicht so viel Gepäck hatte, irgendwie. Ja, dann habe ich dann einfach so ein Zwischending gemacht. Man will ja gleich ein bisschen... So würde das aussehen. Hey, aber es ist mega schön. Heb's mal an, bei dir. Also so hättest du heiraten. So würde ich heiraten. Oder? Wenn? Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Ich kann's natürlich irgendwann über. Traumhochzeit am Strand von Kolumbien ist geplatzt. Dokumente sind nicht vollständig, ist ihnen von Venezuela gesagt worden, der Heimat von Pedro. Ein Land, das bekannt ist für seine komplizierte Bürokratie. Andrea sagt, kein Staat auf der Welt gibt uns ohne Heirat eine Chance zum Zusammenleben. Der Nägeli-Moosweiher hat dem Pedro auf seinem Schweiz-Besuch besonders gefallen. Hier verratet mir Andrea, warum sie der Pandemie ihre Liebe verdankt. Du bist allein auf Südamerika reisen. Ja. Nicht auf der Suche nach einem Mann, sondern Nein. auf der Suche nach. Nach einem. Ein bisschen nach Freiheit vielleicht, oder? Ein bisschen nach der Abwechslung. Nicht immer in diesem Arbeitsalltag, ich sage jetzt mal, gefangen zu sein. Ja. Und einfach mal in den Tag hineinleben können. Frei entscheiden, heute mache ich das. Ja. Und am nächsten Tag mache ich das. Und dann eben? Ja. Und das war unser erstes Bild. Zusammen. Das sieht jetzt ein bisschen cool aus. Da sieht er ganz speziell aus. Er hat wahrscheinlich gedacht, oh, wieder ein Touri-Fötterli, oder? Hättest du dir da vorstellen können, dass der, der da neben dir sitzt, irgendwann der Mann von deinem Leben wird? Nie. Nie im Leben. Wirklich? Weil dort bin ich, oder? Ich bin dort hin und ich habe gefunden, so, und jetzt starte ich meine Reise. Also in Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien, Chile, alles. Ja. Also, ja. Also. Da habe ich gefunden, ich kann jetzt niemanden brauchen. Und dann hat es auf einmal gemacht, zack, und nichts mehr hat richtig funktioniert. Alle sind umgewuselt wie Bienen, alle Touristen, ich muss heim und das und das. Also, ja, Corona. Corona, ja. Ja. Und dann? Und dann habe ich gefunden, ich will nicht heim. Dann war er der Einzige in Santa Marta, den ich noch kannte. Mhm. Dann hat er keinen Job mehr und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt das Airbnb, aber ich brauche jemanden, der mir hilft, das Wasser zu schleppen. Also du hast dich eigentlich bei ihm einfach gemolden, weil du Unterstützung gebraucht hast, ja. Right? Ja, oder? Der Wasserträger. Oder? Ich glaube, am Anfang hat er so gefunden, ja gut. Und dann hat er aber auch gemerkt, so, das Airbnb ist relativ schön. Ich meine, er mit seinem kleinen Zimmer ohne Tageslicht, oder, ist natürlich auch nicht sehr cool gewesen. Wo er gewohnt ja, hat. In dem okay. WG-Zimmer. Ja. Und dann hat er einfach gemerkt, ja, das ist auch cool. Dann ist er manchmal geblieben und hat noch gekocht. Aber wann hast du denn mehr in ihm gesehen? Oder hat es einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, shit, ich bin verliebt? Ja, ich glaube, so einen richtigen Moment nicht, aber es ist einfach, irgendwann war es wie da gewesen, oder? Ja. Man hat irgendwie wie gemerkt, ja, ich will eigentlich gar nicht mehr unbedingt weiter ohne ihn. Ja. Eigentlich könnte der Lockdown auch noch etwas länger gehen, das macht man nicht, oder? Ja, und das war dann so das erste offizielle Foto sozusagen. Wo wir ein Paar waren schon. Ja. Die Hoffnung, dass sie bald zusammenleben können, geben Andrea und Pedro nicht auf.
Aber das Hochzeitsvisum fehlt immer noch. Wenn wir nicht ganz gleicher Meinung sind, dann sage ich, machen wir es so, wie du willst. Außer es ist wirklich etwas. Also das ist aber meistens, wenn es so Diskussionen gibt, sage ich, schau, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Nein, wir suchen nach einem Kompromiss. Ganoa ist ein ehemaliges Fischerdorf an der Küste des Pazifik. Mit einem der schönsten Strände von Ecuador. Etwa 7'000 Menschen leben hier. Einer davon ist der Schweizer Tom Friedli. Er und seine Lebensgefährtin Angie führen zusammen das Hotel. Buenos dias, amorcita. Hola, mi amor. Todo ahí. Hola. Wie geht's? Sehr gut, Liebste. Und dir? Früh dran, wie immer? Die Kleine? Sie ist drin. Sie macht noch Hausaufgaben für die Schule. Sie muss dann zum Unterricht. Ja. Carlita ist 10 und Tochter von der Angie. Vom Hotel direkt am Meer hat Tom schon geträumt, als er noch zu Europa als Banker gearbeitet hat. Und lateinamerikanische Frauen haben es ihm schon immer angetan. Angie hat er über das Internet kennengelernt. Und nach vielen Hindernissen hat es schliesslich auch bei ihr gefunkt. Er war der erste Schweizer, den ich kennengelernt habe. Er ist so fürsorglich und aufmerksam. Meine Freundinnen sagten, zeig ihn her, wir wollen auch so einen. Bring Schokolade mit und finde uns auch einen Single mit Geld. Hat er keinen Bruder oder Cousin? Bring sie her, stell sie uns vor. Die Ecuadorianer sind ganz anders. Sie haben halt oft 2 bis 3 Frauen. Wenn nicht mehr. Also manchmal tun wir selbst irgendwo das Gefühl, irgendwie habe ich schon recht viel auf dieser Welt, aber hier in Ecuador, in dieser Beziehung, muss ich schon sagen, ist schon ein bisschen extrem, ehrlich gesagt, ja. Ja. Weißt du noch, der Typ, der innerhalb einer Woche mit 2 verschiedenen Frauen zu uns kam? Ah ja, die Europäer sind da ganz anders. Wenn sie nichts mehr von dir wollen, machen sie Schluss. Ich habe Thomas schon oft gesagt, wenn du mich nicht mehr willst, dann sag's mir. Ich weiß, aber ich liebe dich so sehr. Im 2009 hat Tom zum ersten Mal Kontakt mit Angie aufgenommen. Aber es hat noch ganze 6 Jahre gebraucht, bis sie als Paar und Patchwork-Familie zusammengekommen sind. Endlich ist er da. Der Tag, wo Brigitte Howard seit 2 Monaten entgegenfiebert. Ihren Mann Jay kommt aus den USA in die Schweiz für immer. Gelandet, sie sind gelandet. Yes. So lange sind die beiden noch nie getrennt. Der Jay hat vor kurzem eine Krebsoperation gehabt. Das macht der Brigitte Sorgen. Was wir jetzt müssen, einfach abwarten, ist schauen. Ich hoffe, dass es nicht gestreut hat. Also wir gehen jetzt einfach so schnell wie möglich zum Arzt. Und dass man die Chemo anfangen kann. Und ja. Wir wollen noch sicher mindestens, was haben wir gesagt, 25 Jahre, 10, 11 haben wir. Also noch 14 Jahre müssen wir auf jeden Fall noch. Also think positive. Ja. Wo kommst du denn her? Glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ich war so aufgeregt.
Warum? Einfach so aufgeregt. Wegen ihm? Nein, wegen dir. Ich bin so erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Gut, hier zu sein. Es geht mir prima. Endlich sind wir zusammen. Wir drei Musketiere. Hi. Es ist gut. Jetzt bin ich komplett. Ist er nicht groß geworden? Er war so klein, als sie ging. Ja, er ist in die Höhe geschossen. Ich kann es kaum glauben. Okay, straight. In der nächsten Folge von Hin und Weg. China ist selber gemachte Schweizer Brot heiß begehrt. Aber Sharon und Matthias bringen den Stress an die Grenze. Ich gehe schon an. Wir sind ein Team. Ein Team. Relax. Wenn er das sagt, relax oder beeil dich. Bringt sie zum Eisklo, klar. Das Langental startet der Native American Jay in sein neues Leben mit der Brigitte in der Schweiz. Trotz seiner Krankheit glaubt er fest daran, dass seine Zeit noch nicht abgelaufen ist. Ich mache mir keine Sorgen. Der Schöpfer hat uns hier vereint. Ich soll noch nicht sterben. Und gar nicht romantisch war es, als Tom seine Angie vor 11 Jahren um ein erstes Date gebeten hat. Dann hat sie gesagt, sie müsse mir leider etwas sagen. Sie sei schwanger. Und für mich ist eigentlich eine kleine Welt zusammengebrochen. Also eine Welt. Ja, ein Traum ist Platz für mich im Prinzip. Ja. Hin und Weg ist präsentiert worden von Dr. Oetker.